Hallo und herzlich willkommen zum dritten Einführungsvideo von regulären Ausdrücken mit dem Thema Elementare Anwendung, Matching und Substitution. In diesem Video möchte ich die Begriffe Matching und Substitution erklären und zeigen, wo diese Prinzipien in der Praxis verwendet werden. Ich beginne mit dem Thema Matching. Was ist Matching? Unter Matching versteht man den zeichenweisen Vergleich von Zeichenketten mit regulären Ausdrücken. Entspricht eine Zeichenkette der Vorgabe eines regulären Ausdrucks, ist also Element der Sprache, die der reguläre Ausdruck generiert, so kann man sagen, die Zeichenkette matcht zum regulären Ausdruck. Wo wird Matching verwendet? Zwei Anwendungsbeispiele von Matching, auf die ich in diesem Video eingehen werde, sind die Suche von bestimmten Zeichenketten in Texten und das Pattern Matching in Form einer Eingabeprüfung. Ein Beispiel soll das Suchszenario verdeutlichen. Gegeben ist die Zeichenkette Ich mag reguläre Ausdrücke. Der einfache reguläre Ausdruck MAG matcht mit der Zeichenkette mag in dem gegebenen Satz. Hier durch die rote Schrift verdeutlicht. Dabei ist zu beachten, dass Zeichenketten nicht zwingend ganze Wörter sein müssen. Nehmen wir zum Beispiel den regulären Ausdruck REG, so matcht dieser mit den ersten drei Buchstaben des Wortes reguläre. Ändern wir den Satz auf Ich übe reguläre Ausdrücke regelmäßig, so sehen wir, dass innerhalb einer zu überprüfenden Zeichenkette auch mehrmals gematcht werden kann. Reguläre Ausdrücke können ebenfalls dazu verwendet werden, um Zeichenketten auf ein bestimmtes Muster zu prüfen. Dies wird Pattern Matching genannt. Beispielsweise kann bei einer Benutzereingabe das Pattern Matching benutzt werden, um sicherzustellen, dass die Benutzereingabe syntaktisch korrekt ist. Soll zum Beispiel der Benutzer einen ganzzahligen Geldbetrag eingeben, so könnte der reguläre Ausdruck Backslash D plus Eurozeichen die Eingabe auf syntaktische Korrektheit prüfen. Die folgenden Zeichenketten sollen dies verdeutlichen. Die ersten beiden rot gekennzeichneten Zeichenketten 42 Euro und 0,35 Euro würde der reguläre Ausdruck akzeptieren, da sie dem Pattern entsprechen. Die dritte Zeichenkette enthält einen Buchstaben und entspricht nicht dem Pattern. Die letzte Zeichenkette hat kein Eurozeichen am Ende und wird deshalb ebenfalls nicht gematcht. Möchten wir in unserer Benutzereingabe auch Centbeträge zulassen, können wir unseren regulären Ausdruck erweitern. Dieser reguläre Ausdruck bietet durch das Fragezeichen gekennzeichnet die Option, nach dem ganzzahligen Betrag noch Centbeträge in Form von Nachkommastellen anzufügen. Der reguläre Ausdruck würde nun auch die Eingaben 42,30 Euro und 0,35,99 Euro akzeptieren. Komme ich nun zum Thema Substitution, zu Deutsch Ersetzung. Was ist Substitution? Substitution ist eine Erweiterung des Matching-Prinzips. Dabei wird wie beim Matching eine Zeichenkette gesucht mit dem Zusatz, dass sie anschließend durch eine andere Zeichenkette ersetzt wird. Wo wird Substitution verwendet? Substitution kann verwendet werden, um in Textdateien wie Textdokumente, aber auch in XML- oder HTML-Dateien Korrekturen durchzuführen. Eine einfache Art der Textkorrektur möchte ich in dem folgenden Beispiel zeigen. Die Ersetzung von Umlauten in normale Buchstaben. Eine solche Ersetzung kann in verschiedenen Bereichen benötigt werden, da Umlaute in vielen Dateiformaten oder Softwaresystemen Probleme verursachen können. In dem Wort Grüße können zwei Umlaute gematcht werden, die durch das Substitutionsverfahren ersetzt werden können. Das Ü und das SZ werden hierbei entfernt und an ihrer Stelle wird die neue Zeichenkette UESS eingefügt. Wie man an diesem Beispiel sehen konnte, werden für eine Substitution zwei Eingaben benötigt. Einen regulären Ausdruck, der die zu ersetzende Zeichenkette beschreibt, und die Zeichenkette, die an dieser Stelle eingefügt werden soll. Somit ist eine Substitution nicht alleine durch einen regulären Ausdruck möglich. Die meisten Programmiersprachen bieten allerdings Substitutionsmethoden an, die eine Ersetzung ermöglichen. Das war's zum Thema Matching und Substitution. Ich hoffe, ihr könnt euch nun etwas unter den Begriffen vorstellen und wisst, wo sie in der Praxis angewandt werden können.